Was? Borat? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Bogoliga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist ja cool. Willkommen zurück zu Let's Play. Pokémon Blattgrüne Borat Edition. In der letzten Folge werden einen erheblichen Schlag bekommen. Wir wussten nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ich habe leider etwas sehr missverstanden. Und das für eine lange Zeit. Aber jetzt habe ich endlich wieder zu mir gefunden. Und wir werden die letzte Arena heute bezwingen. Die Arena von Giovanni. Ich bin bereit. Falscher Weg. Ich bin bereit für den Kampf. Und ich habe endlich verstanden, worauf es ankommt. Razaf, dieser Kampf ist für dich. Es tut mir leid, dass ich dich damals freigelassen habe. Willkommen zurück in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen, aber was erzähle ich? Das weißt du ja bereits. Du willst also eine Revanche? Die kriegst du. Dann wollen wir mal sehen, was du auf dem Kasten hast und ob du dazugelernt hast. Bin mal gespannt, wie du da den Pokémon einsetzen wirst. Azamat, wir starten heute mit dir. Rasierblatt! Bisa! Perfekt, Azamat! Bisa! Sehr gut gemacht! Aber noch dürfen wir uns nicht zu früh freuen. Ihr habt noch mehr. Diktri, los! Schaufel dich in die Erde. Oder Erdbeben, genauso cool. Oh nein, Bisa verlor. Gut gemacht! Und was für eine Standfestigkeit mein Pokémon hat. Ich bin sehr stolz darauf, es zu besitzen. Bisa! Du machst das gut, Bisaflor. Endlich mal kannst du in einer Arena rocken, weil du Typenvorteil hast. Nidoqueen, klingt gut. Zigeuner, wir brauchen dich. Komm zurück. Hypno. Gar nicht mal so übel fürs Erste, aber noch als nicht alle Tage noch hast du nicht gewonnen. Nidoqueen, pass auf. Gut gemacht, das war ein starker Psychokinese-Angriff. Erdbeben, halten wir aus, locker. Ha, hab ich mir gedacht, dass du mit Hypertrank kommst. Aber das wird dir nicht viel bringen. Weiterhin Psychokinese! Hypno. Gut gemacht, Zigeuner. Du bist einsame Spitze. Ha, schnell nur Zeit. Verdammt. Nidoqueen, pass auf. So. Und wie ich das richtig sehe, hast du in deiner Tasche keinen Trank mehr. Ach, so ein Mist aber auch. Nidoqueen, pass auf. Beenden wir das Spiel. Gut gemacht, Hypno. Hypno. Perfekt. Wir müssen uns in Acht nehmen. Er besitzt noch zwei Pokémon. Los, Nidoking. Nido. Psychokinese, schnell. Das hat nicht so eine hohe Verteidigung wie Nidoqueen. Verdammt, Nidoking, pass auf. Nido. Okay, jetzt Psychokinese. Heizen wir ihm ordentlich ein. Adios, amigos, Nidoking. Und jetzt Rihorn. Ha! Rihorn, Vanillake, magst du auch mal wieder? Knogger. Okay, Vanillake, Knochenmarang! Du bist der Allerbeste. Du bist einsame Spitze. Gut gemacht. Ja, geschafft! Der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Wir haben es geschafft. Wir haben alle 8 Orden. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis seines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer.
System 26 ist Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenenleiter war. Wir haben es geschafft! Super! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Und jetzt können wir zur Pokémon-Liga. Wir können zur Liga. Und Razaf wird in unserem Herzen sein. Das weiß ich genau. Ich hoffe, Razaf ist mir nicht böse. Wenn ich das alles doch nur für mich früher verstanden hätte. Aber leider war es zu spät. Naja gut, Kopf hoch. Das Leben muss weitergehen. Auf unser Muschi-Magnet! Auf zur letzten Etappe! Ach, wen haben wir denn da? Was? Dort? Was für eine Überraschung! Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist ja cool! Dort, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Ha, also, los geht es! Du wirst mich besiegen, was? Ha? Ich bin gespannt. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Was ist denn mit dir los? Bin mal gespannt, wie deine Pokémon aufgewachsen sind. Ja, halt dich. Was, Donnerblitz? Oh, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Scheiße, Polente. Level 47. Verstehe. Taktisch müssen wir kämpfen, okay. Zigeuner los! Wobei, wenn Gardevoir Spukball kann, kann es nichts, anscheinend, aber wer weiß. Donnerwelle, Zigeuner! Gut gemacht! Oh nein, Gardevoir, pass auf, du bist paralysiert! Welch Glück, Synchro hat sich aktiviert. Das schmeckt mir nicht, ich will schneller sein als du. Perfekt. Und jetzt. Oh, ich wollte Kopfnuss einsetzen. Das war dumm. Ja, aber Konfusion fängt auch mit K an. Peinliche Sache, aber es paralysiert. Sehr gut. Kopfnuss! Und er schreckt zurück. Das ist sehr gut, Zigeuner. Hypno. Das machst du super. Donnerwelle, Kopfnuss. Das kann man sehr gut mit Dummesel spielen, so by the way. Weil es kann so Schreck, so Flinch-Attacken und dann Donnerwelle. Geil. Hab ich auch mal gebreedet. Okay, Vibrava. Vibrava, ein Drachen-Pokémon. Ja, gegen Drachen habe ich nicht speziell was. Was nehme ich jetzt? Ja, Flug ist es ja nicht, ne? Ah, Steinagel bringt auch nicht viel. Man kann es versuchen. Vanillake, los! Los, Vibrava! Erdbeben! Oh nein! Ich hoffe, es ist nicht so stark. Es geht. Auf dem Level geht es noch. Aber Steinhagel war auch nicht wirklich gut. Ich bin kein Freund von Energiefokus, aber man kann es ja mal versuchen. Überlebe ich noch einen Angriff? Ah, ich weiß nicht. Ich riskiere es. Auch wenn es schade wäre, wenn es jetzt nicht gebracht hätte. Vanillake, aufpassen! Sehr gut! Und Energiefokus hat es zu einem Volltreffer gebracht. Sehr gut. Knogger, auf dich ist Verlass, ich bin stolz auf dich. Knogger, Knogger! Tuchado. Ha, für Tuchado haben wir genau das richtige Pokémon. Komm zurück. Los, Babushka! Ah, Visaflor. Gar nicht mal so übel. Sieht echt gut aus. Danke, danke schön. Aber deine Pokémon sind auch nicht gerade von schlechten Eltern. Oh nein, Eisstrahl. Aber kein Step. Daher noch aushaltbar. Aber du sollst es eigentlich weg sein. Aber krass, du hast richtig stark trainiert. Level 48 sind deine Pokémon. Alcani. Meine Lacke ist zu schwach. Ich habe eine Idee. Visaflor, mach dir keine Sorgen. Ha, du wechselst nicht aus, du Idiot. Ich habe ein Feuer-Pokémon auf dem Feld. Ich weiß. Aber ich jetzt auch.
Ha, was ist der Sinn dahinter? Akani, Feuersturm. Oh nein, ich habe deine Feuerkraft erhöht. Ganz genau. Aber du bist schneller als ich. Dein Akani ist besser als das von Pyro. Ich bin beeindruckt. Von Fußstrahl. Sehr gut gemacht. Fuchs, nicht? Jetzt geht's weiter mit Flammenwurf. Oh nein, Akani, was ist los mit dir? Flammenwurf. Ja, es ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist okay. Ha, komm zurück. Und los, Impagator. Impagator. Oh nein. Hier werde ich mit Feuer nicht unbedingt weit kommen. Na gut. Auch ich muss wechseln. Aber in was? Vanillake, es tut mir leid, sei mir nicht böse. Du musst als Puffer dienen. Knogger! Es tut mir leid, Vanillake. Ich danke dir für alles. Knogger! Okay, Azamat, jetzt bist du an der Reihe. Bisa! Azamat, Rasierblatt, schnell! Oh nein, Impagator! Gut gemacht! Auch mein Impagator hält so einiges aus, wie du sehen kannst. Und zack, bist du weg. Oh nein. Das kann nicht wahr sein. Hypno. Was ist mit dir? Erdbeben. Wie viel das wohl jetzt abzieht? Ich bin mir gerade unsicher. Das war nicht schlecht. Aber es wird ein harter Kampf. Das muss man schon sagen. Und Level 45. Sehr gut. Okay. Das schreit nach meinem Akani. Los geht's. Komm zurück aufs Feld. Da ist es ja schon wieder. Ich frage mich, wie viel es abziehen kann. Ich brauche einen Trank. Und zwar schnell. Ha. Das wird dir nicht viel bringen. Turbo-Tempo. Denkst du, Turbo-Tempo zieht mir jetzt viel ab? Da lache ich mir ins Fäustchen. Oh nein, Feuersturm. Nein. Oh, Glück gehabt. Es dauert zwar, aber gegen einen starken Trainer darf man ruhig mal ein paar mehr Tränke einsetzen. Sonst schaffe ich den Kampf nicht. Ah, du bist eine harte Nuss, Borat, muss ich schon sagen. Du bist aber auch echt gut geworden. Muss ich auch zugeben. Aber trotzdem bist du noch ein Angeber. Ja, ja. Ja und? Ist mir doch egal. Glaub mir, das ist nicht gut. Ich habe das jetzt auch vor kurzem durchgemacht. Das wird dir auf deine Reise nicht weit helfen. Ja, du laberst jetzt. Komm. Konzentrier dich lieber auf den Kampf. Das werde ich. Oh nein, Turbo-Tempo! Zigeuner, nein! Oh nein, ich habe nur noch Fuchs. Nicht? Okay, Fuchs nicht. Schnell, ruckzuck hier. Ah, Mist! Die Attacke war ziemlich schlau von dir. Dankeschön. Aber ob das ausreichen wird, war es dein letztes Pokémon. Was wohl, Bisaknosp? Dieser Knopf auf Level was? 55? Flammenwurf! Ich hoffe, du hast keine Attacke, die mich jetzt total überrascht. Weil sonst bin ich weg. Stachelspore. Interessanter Schachzug. Aber was könnte dieser Knopf machen? Ich weiß es nicht. Kopfnuss. Okay, sollte ich aushalten können. So eine Scheiße. Okay. Wir schaffen zwar den Kampf, aber leider nur durch einen kleinen Umweg, und zwar mit Top-Genesung. Okay, Bisaknosp, Blättertanz! Wunderschön! Oh Mist, habe ich wohl zu früh eingesetzt. Ich dachte, ich mache dich jetzt platt. Tja, unterschätzt mich nicht. Ich weiß, dass dein Bisaknosp dein Lieblings-Pokémon ist. Schlau gemacht! Oh nein, Bisaknosp! Yeah! Was? Ich war zu unvorsichtig. Mann!
Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Borat, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ich sag's nur ungern, aber er hat recht. Weil wirklich einfach war der Kampf nicht. Zurück in Los Angeles, kurz meine Pokémon heilen. Und ich muss mir irgendein Pokémon holen von der Box, weil ich brauche noch Stärke und Zertrümmerer und den ganzen Scheiß. Ich glaube nur Stärke. Pokémon bewegen, was nehmen wir? Was nehmen wir? Nehmen wir Devil Forge. In Team Pokémon. Sehr gut. Dann sind wir jetzt glücklich und bereit für den letzten Akt. Die Pokémon-Liga, beziehungsweise erstmal die Siegerstraße. Danke fürs Zusehen und Jinkui. Komm, Knogga, hältst du aus? Knogga! Ganz knapp, sehr gut, Knogga. Und schieß, Glura.